Wetterbedingt haben wir das Interview auch wieder unter Dach verlegt. Ja, wie hat denn damals die Zivilbevölkerung auf diesen Einsatz reagiert? Ja, ich denke, die war froh. Wir haben auch schlussendlich gemerkt, dass überall, wo wir Stellungen aufgebaut haben oder wo wir gegraben haben, teilweise in den Gärten oder von Gasthäusern und so weiter, aber auch in verschiedenen Wiesen, in anderen Geländeteilen, war das eigentlich grundsätzlich kein Problem, oder? Selbstverständlich hat man gefragt und hat geschaut, dass das auch im Einvernehmen stattfindet, aber da war man eher froh, dass wir da waren, ja, und hat das eigentlich als Sicherheit gesehen. Im Vorfeld vom Interview haben wir auch von einer Aktion Montafon gesprochen. Um was ging es denn da? Also es war vorgesehen, dass wir teilweise, wenn jemand durchbrechen sollte, verschiedene Regelstellungen beziehen. Das hat man natürlich auch vorgeübt. Ich fahre dann das erste Mal mit meiner Panzerabwehrgruppe da hinaus und will das beziehen zum Vorüben. Und dann sind wir in der Stellung, dann sieht man zwar die Straße, hat man zwar durch den Wald gesehen, aber am Ende des Tages war es nicht möglich, da das Panzerabwehrrohr zum Einsatz zu bringen. Und somit habe ich gesagt, entweder kommt da jetzt eine Schussschneise herein oder wir fahren nicht mehr heraus. Oder? Dann hat der Oberleutnant gemeint, ja, er wird das noch abklären, ob man das darf und so. Dann sage ich, ja, weil sonst bringt es ja nichts, wenn wir da herausfahren. Und er soll einfach über Funk so quasi das Codewort durchgeben. Aktion Montafon war damals wirklich so lustig, oder? Nach 30 Jahren. Und am Ende des Tages hat er das auch gefunkt und dann war die Schussschneise in kürzester Zeit vorhanden. Genau. Okay. Jetzt blicken wir 30 Jahre zurück. Wie beurteilen Sie jetzt rückwirkend diesen Jugoslawienkrieg? Also, wir alle hatten ein großes Glück, wenn man denkt, was da in Jugoslawien passiert ist, an auch Völkermorden und so weiter und auch natürlich Gefährdung der Zivilbevölkerung und was bis heute noch an Ängsten, aber schlussendlich natürlich auch an Feindseligkeiten da sind und Differenzen. Da kann man nur hoffen, dass man sich da wieder entsprechend finden kann. Wir hatten wirklich Glück, ja, in dem Ganzen, dass man auch nicht involviert war, aber man konnte auch damals zeigen, dass man wirklich die Souveränität des Staates und des Staatsgebiets und auch die immer so propagierte Neutralität, die überschaubar ist mittlerweile, dass man dort hergeht und im Prinzip diese aufrechterhält. Und das ist dort damals gelungen. Ja. Der Schutz von Grenzen war auch ein elementares Ziel von diesem Einsatz. Damals war es auch riesige, also ich denke an die Nachbarin-Notaktion. Man ist konfrontiert worden mit vielen Menschen, die aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Österreich kamen. Wie vergleichen Sie das vielleicht auch mit der zuletzt großen Flüchtlingswelle oder auch Welle, die uns jetzt alle betroffen hat nach Syrien und auch die auch für politisch viel Zündstoff gesorgt hat in Österreich? Also damals war das natürlich relativ nahe an Österreich. Der eine oder andere Beziehung war da. Es waren auch ja, viele Arbeiter, die auch bei uns gearbeitet haben oder auch Saisonskräfte und so weiter und so fort. Und da waren ja viele persönliche Beziehungen schon vorhanden. Das heißt, auch die Aufnahme von diesen flüchtenden Menschen war mitunter einfacher zu gewährleisten, weil sie natürlich den einen oder anderen kannten oder auch Verwandten schon in Österreich hatten und somit ließ sich auch das Ganze besser bewerkstelligen. Und natürlich die Betroffenheit ist ein bisschen näher, wenn man das miterlebt. In Vorarlberg, das hat ja damals niemand richtig gespürt, dass da im Osten Österreichs da was los ist. Das haben wir dann auch im Einsatz schon gemerkt. Das ist eigentlich gerade in Vorarlberg fast spurlos an jedem vorbeigegangen. Aber unten war die Wahrnehmung im Osten Österreichs natürlich eine andere und das war auch der positive Aspekt. Jetzt mit der Flüchtlingskrise, wenn wir es letztens erlebt haben, das ist ja eine Mixtur, das ist ja nicht nur eine Flüchtlingswelle, die der Syrien-Konflikt alleine ausgelöst hat, sondern wir haben Probleme in Afghanistan. Bin gespannt, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird. Und das andere natürlich auch klimatisch und wirtschaftlich bedingt, oder wenn man Afrika, da muss man nicht einmal nur Nordafrika, aber auch dort waren die Konflikte. Das ist also eine Vermischung zwischen
Unsicherheit, aber schlussendlich auch Klimawandel und Existenzangst, oder? Wenn ich also in Afrika, wenn die Bevölkerungszahl steigt, ich keine Arbeit habe, kein Wasser da ist, ich niemanden ernähren kann, die Bildung nicht so ist, dass man auch die Bevölkerungszunahme durch Aufklärung entsprechend ein bisschen ja, in Grenzen halten kann, dann ist das ganz normal, oder? Dass der eine oder andere gehen wird. Und im syrischen Thema war dasselbe so, oder? Ich habe mir damals als Bürgermeister dafür eingesetzt, dass man wirklich hergeht und kleine Einheiten bildet, also dass man da nicht so Flüchtlingszentren großartig macht, weil die Integration ist einfacher, wenn die Einheiten kleiner sind. Mhm. Nicht, dass man da irgendwen auseinanderdriften lassen muss, sondern wenn ich eine größere Gruppe bin, kann ich miteinander diskutieren. Wenn ich aber eine kleinere Gruppe vorhanden habe, dann muss der mit einem anderen sich verständigen und integrieren und dann ist das ein bisschen einfacher. Damals war, wo ich das für Gaschorn angeboten habe, Caritas hat sich ein Gebäude angeschaut und gesagt, na, für 25 Leute ist das zu weit weg. Oder? Erst ein paar Monate später hat man dann schon gemerkt, so falsch war das ja eigentlich nicht. Oder? Aber ja, manchmal ist man halt hinterher noch gescheiter. Ich auch. Okay, ja. Vielleicht abschließend noch. Wie stehen Sie zum Beispiel, auch grad, wenn man das gesamte Europäische jetzt betrachtet, in Anbetracht dessen, dass man genauso einen Grenzschutz und eine Souveränität vom Staat Österreich auch gesamteuropäisch gewährleisten muss, also sprich auch zum gesamteuropäischen Heer und zum Schutz von einer gesamteuropäischen Grenze? Also ich persönlich meine, dass es so ist, dass ohne, dass man selber auch als Europa es schafft, da eine gewisse Eigenständigkeit zu bekommen, wird es immer ein Problem sein. Oder? Also man muss eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik kann auf Dauer nicht nur stattfinden mit dem, dass man miteinander redet und Politiker miteinander reden, sondern der militärische Einsatz ist immer und sollte es auch immer sein, das letzte Mittel der Politik und nicht des Heeres oder des Militärs. Aber das muss ich haben und ich muss auch den Zugriff und diese Möglichkeiten dazu haben und da wird man auch halt darüber diskutieren müssen, in welcher Form man das will. Man sieht jetzt, wie sich Amerika, nicht nur beim Trump, sondern jetzt auch noch bei der neuen Regierung hergeht und sich da etwas zurückzieht und natürlich die Eigenverantwortung Europas auch einfordert. Und das gibt schon Herausforderungen, auch für uns als neutraler Staat, weil es nutzt halt nichts, wenn ich sage, dass das und das sollte nicht passieren und so kann man mit Leuten nicht umgehen. Und außer reden kann ich und tue ich nichts. Oder? Also ich war ebenfalls von Mai bis November 2000 am Golan als Kompaniekommandant in Mount Hermon bei der UNO. War vor dem Syrienkrieg natürlich, aber genau zu der Zeit war auch der Truppenrückzug der israelischen Armee aus dem Südlibanon. Als ich das gemeldet habe, weil das war ja nicht unser Einsatzgebiet, sondern ich habe das nur wahrgenommen, dass ich meine, dass die Luftunterstützung geben und sich unten die Teile zurückziehen, hat man mir zuerst gedacht, okay, der ist neu da am Golan und so. Aber ein paar Stunden später hat es jeder geglaubt. Und auch dort war es so, oder, dass natürlich aus dem Südlibanon wurde in unserem Bereich heraufgeschossen, weil da die Frühwarnstationen der Israelis waren. Und das sind schon Dinge und Erlebnisse, wo du weißt, was, oder wo du in Ansätzen weißt, was es bedeutet, wie wir leben und was Frieden bedeutet. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Oder? Und da kann man wirklich, mir stellt es immer die Haare auf jetzt so, oder wenn ich an den Falco Luno denke, oder Frieden ist kein Wintergarten, das Video kann ich nur empfehlen. Oder? Und wenn man solche Dinge erlebt hat, dann kämpft man da schon mit dem Wasser in den Augen, weil es wirklich so ist, dass wir in einer wohlbehüteten Welt aufgewachsen sind und auch nach dem Zweiten Weltkrieg der eine oder andere nicht über diese Erlebnisse geredet hat, reden durfte, konnte, was auch immer. Und somit ist auch dieser schon sehr, sehr weit weg. Und darum, mir ist nicht darum gegangen, mich da irgendwie zu outen, sondern eben ins Bewusstsein zu rufen, dass man wirklich hergeht und sich bewusst ist, mit was man da spielt. Nicht nur der Klimawandel ist das Thema, aber natürlich auch und ist eine große Krise für unsere Nachkommen, aber der Friede ist das, was da unmittelbar zusammenhängt.
Und den gilt es auch zu schützen. Ich sage jetzt mal vielen lieben Dank für das Gespräch, sehr spannende Einblicke. Und ja, wünsche weiterhin viel friedliches Beisammensein im Montafon auch.